Hallo Leute, ich weiß gar nicht, ob ich scharf bin. Nicht, dass wir das ganze Video unscharf aufnehmen. Ist jetzt aus? Ich habe so lange kein YouTube-Video mehr hochgeladen. Doch, habe ich eigentlich. Ich war sehr lange nicht mehr auf YouTube aktiv und jetzt bin ich back mit einem Mukbang. Yeah! Hier ist unser Essen. Das ist unser Essen. Nehmt euch auch Essen und esst mit uns. Und wir reden jetzt über richtig coole Sachen. Ich weiß noch gar nicht, über was. Ich habe euch auf Insta gefragt, dass ihr mir so Girls Talk Sachen stellen sollt. Und wir reden einfach so ein bisschen darüber. Also, das erste Thema ist, alle meine Freunde haben einen Freund außer ich. Ich habe auch keinen Freund. Also, das ist nicht schlimm, weil Jungs sind echt stressig. Du brauchst keinen Freund. Beziehungen ich will auch keinen Freund. Also, sie steht auf Girls. Ich kann gar nicht mit Stäbchen essen. Ich will mich da eigentlich auch gar nicht labeln. Also, Wer von deinen Freunden hat überhaupt einen Freund? Keiner, oder? Colima hat keinen, Annalena hat keinen. Du hast keinen. Colin. Ah, ja, genau. Die hat auch keinen Freund. Also ja. Guck mal, wir sind 20 und in meiner Freundesgruppe haben so viele Leute auch keinen Freund oder keine Freundin. Das ist nicht schlimm. Nur weil andere Leute in deinem Alter einen Freund haben, musst du dich da nicht mitreisen lassen. Ich weiß nicht, ob ich deine Schwester da jetzt mitreisen darf. Ich wollte meine Schwester auch sagen. Ah, nee, meinst du meine Kleine? Ja. Ich wollte meine Große nehmen. Als Beispiel, dass sie jetzt 25 ist und immer noch keinen Freund hat und auch keinen Freund will. Ich wollte eigentlich das Thema Rauchen nehmen, weil man sich da auch, zum Beispiel, die sind so jung und die Freunde rauchen und sie lässt sich so da mitziehen. Also, ihr müsst jetzt nicht das machen, was eure Freunde machen, nur damit ihr auch cool seid, in Anführungszeichen. Also, okay, ich gucke nach der nächsten Frage. Haben wir das Thema eigentlich jetzt gut aufgegriffen? Ich weiß es nicht. Was macht man, wenn man sich alleine fühlt? Sei nicht allein. Fühl dich nicht allein. Erkennst du das? Du sagst so, du bist depressiv. Hä? Das ist alles nur in deinem Kopf. Denk halt nicht mehr so. Geh doch raus, die Sonne scheint. Lauf doch einfach mal. Also, ich finde, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich zum Beispiel, ich bin richtig gerne alleine. Aber es gibt dann irgendwann so Tage oder Momente, wo ich mich einfach so richtig einsam fühle. Also wirklich so extrem einsam fühle. Und da weiß ich auch nie, was ich machen soll. So der innere Monk in mir sagt so, ja, melde dich bei deinen Freunden. Dann hast du soziale Kontakte und kannst dich ein bisschen mit anderen austauschen. Oder mein Ego sagt dann so, nee, ich kann das selbst, weißt du? Deswegen reitet euch da nicht so krass rein und versucht halt, bevor ihr sagt, oh, ich kann das schon und ich übertreibe wieder, dass ihr wirklich einfach sagt, okay, ich melde mich bei jemandem und sage dann einfach, wie es mir geht. Ich habe in meiner Stadt nur Annalena und Colin. Ich mache aber mit beiden nicht wirklich viel und bin so oft einfach alleine. Und ich fühle mich auch richtig oft alleine. Aber das Ding ist, meine ganzen Freunde, Jackie, Nele, Cosima, die wohnen einfach 200 Kilometer entfernt von mir. Also ich fühle mich manchmal so alleine, dass ich einfach abends beschließe, einfach hierher zu fahren. Richtig dumm, wirklich richtig dumm. Aber ich mach's halt, weil ich mich nicht alleine fühlen möchte. So, wisst du, was ich meine? Vielleicht hat die Person, die das geschrieben hat, auch gar keine Freunde. Weißt du, was ich meine? Es ist halt schwierig. Oder man sucht sich ein Hobby, was einen gut fühlen lässt. Ich denke mir halt voll oft so, wenn man sich selbst gefunden hat und sich selber liebt, dann fühlt man sich gar nicht mehr so alleine. Arbeitet vielleicht einfach daran, dass ihr guckt, okay, vielleicht welches Hobby gefällt mir. Zum Beispiel Leichtathletik, keine Ahnung. Und dann findet ihr dort auch Leute, mit denen ihr euch so wohlfühlt, weil das einfach so die gleiche Interesse ist. Oder wenn ihr singen mögt oder, keine Ahnung, selbst wenn ihr malen mögt oder wenn ihr einfach nur Videospiele mögt, schreibt Tagebuch. Ja, das ist richtig gut. Mhm. Ja, einfach mal die Gedanken auch aufschreiben oder so Videotagebuch. Du musst es nicht mal unbedingt jemandem erzählen, aber wenn du es für dich selbst ausgesprochen hast oder aufgeschrieben hast, das tut so gut. Ich habe mit 13 Tagebuch geschrieben. Ich habe das gelesen. Ich dachte mir so, Nika, was denkst du dir? Aber das ist so cool, mal seine Denkweisen dort nochmal anzuschauen. Ja, und ey, ich meine, das ist so cool. Man kann im Endeffekt dann richtig stolz auf sich sein, weil man dann sieht, was für einen Fortschritt man gemacht hat. Ah, warst du schon mal beim Frauenarzt? Nein. Echt nicht? Oh, dann passt das ja zu dir. Und meine Eltern, meine Mutter sagt immer, geh jetzt zum Frauenarzt, meine Großschwester auch. Mhm. Vor allem, ich hatte mal wie so eine Art Arztphobie? Nee, wie so eine Art Ei. Das ist nicht lustig. Entschuldigung. Also eigentlich was man hätte kontrollieren lassen sollen, aber ich hatte so... Ja, ich weiß noch. Ich hatte so Angst davor und das ist jetzt schon wieder fast ein Jahr her und ich immer so, ja, nächsten Monat. Ich hatte ja auch letztens erst so ultra krasse Schmerzen. Ich bin dann frühst ins Krankenhaus und dann sind die weggegangen. Dann war ich beim Frauenarzt, sie hat das kontrolliert und die war so, ja, vielleicht Endometriose. Und ich war so, aber man braucht eine Magenspiegelung.
um zu gucken, ob man wirklich Endometriose hat. Das hat Nele. Ich habe eine richtig lustige Story. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht. Meine peinlichste Frauenarzt-Story. Damals hatte ich, glaube ich, meine Tage 2 Monate oder 8 Wochen oder so nicht mehr gekriegt. Und ich war so, hey, what the fuck, wo sind meine Tage? Bin ich schwanger? Darf ich kurz was sagen? Ja. Ich habe meine Tage jetzt schon seit 3-4 Monaten nicht mehr. Aber wegen deinem Ei ist es wiederum schlimm. Und es ist auch ungesund. Was soll ich sagen? Ich kann doch sagen, geh doch endlich mal zum Frauenarzt. Ja, er wird nur sagen, ich werde wahrscheinlich anders essen oder so. Nein. Weniger Sport. Der guckt, ob du was hast, eine Zyste oder so. Ich weiß. Und dann bin ich zum Frauenarzt gegangen. Und ich so, ich habe meine Tage 8 Wochen lang nicht mehr. Bin ich schwanger? Könnt ihr. Guckt mal. Und dann lag ich auf diesem Tisch mit gespreizten Beinen. Das war so unangenehm. Und dann guckt die so, hey, du hast doch deine Tage. Ich hab die genau in dem Moment gekriegt. Und das war mir so unangenehm. Und ich war so, what the fuck geht hier ab gerade? Also es ist ja auch. Eigentlich, es ist ja nichts, was einem unangenehm sein muss, weil es ist was total Normales. Also wie viele sehen die Ärzte bitte am Tag? Das ist völlig egal. Also das juckt die ja gar nicht. Die wollen ja einfach nur wissen, ob ihr gesund seid oder nicht. Mhm. Und das, warst du nicht auch die, die sich komplett ausgezogen hat? Doch, oder? Weil ich habe erst daran gedacht und dann hat, ich kann hier 2 Storys. Oh Mann! Ich habe mein allererster Frauenarzttermin. Ich bin da hingegangen und dann hat die mich in so einen Raum geschickt. Sie so, machen Sie sich bitte frei und dann gucken wir mal, ob das so ist. Ich habe mich frei gemacht, nur halt am ganzen Körper. Kate, ich bring's jetzt. Ich mache jetzt den nackten Mann. Ich mache das hier auch. Dann stehe ich da so im Raum. Sie hätten jetzt aber nicht alles ausziehen müssen. Ich habe gesagt, machen Sie sich unten rum frei. Und ich stehe da komplett nackt, Alter. Und die dann so, ach, ist auch nicht so schlimm. Nee, geht einfach zum Frauenarzt und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht und das ist für viele sehr fremd. Männliche Frauenärzte sind besser. Das sagen sehr viele. Also viele sagen immer, dass Frauen dann denken, sie wissen, also weißt du, die sind dann als so grob. Mhm. Ja, männliche Frauenärzte sind halt vorsichtiger. Hier ist ein Thema Fake Friends. Schießt die ab, Leute. Schießt die ab. Fake Friends sind scheiße. Ich hatte, glaube ich, noch nie so wirklich einen Fake Friend. Ich kenne einen Fake Friend, den du hast. Warum sagst du den Namen jetzt? Ja, weil du kannst sie ja rausschneiden. Meinst du die? Ja. Ja, oh, ich hasse die. Wenn ihr ein Gespräch mit einer Person hattet, müsst ihr euch gut danach fühlen und euch nicht runtergezogen fühlen. Das habe ich gemerkt. Immer wenn ich mit Jackie was mache, fühle ich mich runtergezogen. Also habe ich sie abgeschossen. Nach dem Video jetzt. Okay. Endlich. Wie hast du erfahren, dass du deine Tage hattest? Ich weiß noch, ich war in der Situation total überfordert. Mit 14, 15, glaube ich. Mhm. Ich glaube, ich war auf dem Klo und dann habe ich das gesehen, als ich mich abgewischt habe. Und war so, oh mein Gott, was soll ich machen? Es war Sommer, es war total heiß, ich hatte kurze Hosen an. Mhm. Und ich wurde dann noch eingeladen zum Grillen. Und meine Mutter hatte zu Hause nur so Slip-Einlagen, also keine so richtigen Binden und ich habe auch keine Tampons gefunden, nix und ich hatte so null Plan und war so richtig überfordert, habe glaube ich so 5 Slip-Einlagen übereinander gelegt. Ich glaube, ich habe es meiner Mutter auch gar nicht direkt gesagt. Alter. Mir war es unangenehm. Das ist aber glaube ich immer so in einem jungen Alter. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 13 und dann bin ich. Ich habe es auch auf dem Klo gemerkt. Ich bin aufs Klo und ich habe geblutet. Ich habe so geschrien. Ich war so, was kommt da aus mir raus? Ich war richtig lost, wirklich. Ich kann es mir so gut vorstellen. Ja. Ist halt im ersten Moment immer so. Ja, aber ich finde es auch gar nicht, also das ist anstrengend. Seid froh, wenn ihr sie noch nicht habt, wirklich. So nervig. Man muss immer alles danach planen. Ja, kriege ich meine Tage oder nicht? Und ich meine, es ist auch nicht schlimm, sie zu haben, so, aber. Ich habe wenigstens das Privileg, dass ich keine Schmerzen habe. Mhm. Ich glaube, wir sollten das Video beenden. Wir reden schon so lange, ich weiß gar nicht, wie die Annika im Schnitt sich gerade fühlt. Ja, wir reden einfach immer so viel. Das ist unser Problem. Wir kommen nicht auf den Punkt, weißt du? Wir kommen nie auf den Punkt. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal, das ist wichtig.